Quittung noch! Liz, ich bin's. Hey, Jack. Kannst du ihm sagen, ich hab's? Machst du Witze? Ich nehme den ersten Flug zurück und melde mich, wenn ich angekommen bin. Bis später. Kann's kaum erwarten. Er fährt jetzt los. Wir bleiben dran. Warum dauert das so lange? Ganz ruhig, meine Liebe. Albert Littmann ist ein Dieb. Ich verstehe nicht, warum er noch nicht abgeschoben wurde. Nadja, mit Geduld erreichen Sie mehr als mit Druck. Das ist total frustrierend, Ali. Nach all den Jahren komme ich nach Hause zurück und nichts hat sich geändert. Ja, man stiehlt uns unsere Geschichte. Es scheint wohl niemals aufzuhören. Meine Liebe, es ist unser Schicksal, nach Hause zurückzukehren und zu tun, was richtig ist.
Hartmann! Ein Jeep kommt! Sag allen, sie sollen die Klappe halten. Echrasu! Ali, Miss Ramadan, was für eine angenehme Überraschung. Was führt Sie denn zu uns? Da Ihr Vorhaben, die unter den römischen Ruinen in Palmyra vergrabene Stadt zu finden, sich als erfolglos erwiesen hat, wurde die Erlaubnis zur Durchführung weiterer Ausgrabungen widerrufen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie das durchziehen wollen. Hier, Ihre Zeit in Syrien ist abgelaufen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie Syrien, solange Sie noch können. Ja? Das Artefakt ist bei ihm. Gute Arbeit, mein Freund. Vergiss nicht, dass die Zeit läuft, Tavarisch. Bis dann. Endlich mal eine gute Nachricht. Bernd? Wir haben einen Verräter. Einer der Männer konnte wohl seinen Mund nicht halten. Verschließt es. Das können Sie nicht machen. Dann sterben alle. So ist es. Nein, ich flehe Sie an. Das sind meine Männer. Wir haben alle Familien! Ah! Lauf! Lauf! Herr Ramo! Herr Ramo! Sie wollen das Grab verschließen! Soll ich sprengen? Gehen wir. Da läuft der Verräter. Bernd? Das wird ein Festmahl für die Hyänen. Einsteigen. Ugarit war ein Stadtstaat und brachte während der Bronzezeit die mächtigste und älteste Zivilisation der Erde hervor. Diese Metropolis von unglaublichem Reichtum und fortschrittlicher Kultur gab seiner Bevölkerung das erste richtige Alphabet. Für viele Jahre war Ugarit das Juwel des Nahen Ostens. Sein Erfolg stellte alles andere in den Schatten. Professor Schäfer. Ich heiße Professor Schäfer. Professor Schäfer, was soll das sein, was da aus dem Ding rauskommt, das der König hält? Ah, sehen Sie, er hält einen Stab in der Hand. Und das hier, und das, diese beiden Teile, die Iris und das Auge, bilden den Stern des Himmels. Und wenn man sie zusammenführt, werden sie angeblich zu einer Art Waffe. Mythologischer Unsinn, wenn Sie mich fragen. Vielleicht konnte der König damit die Leute ein bisschen ankurkeln. Ganz genau. Liz? Ja? Wo steckst du? Hier. Hi. Was für eine Überraschung. Wie geht's ihm? Unverändert. Er ist immer noch besessen vom Schatz der Ugarit und er macht sich Sorgen um dich, obwohl er es nie sagen würde. Aber du hast dir keine Sorgen gemacht.
Wie war deine Reise, Jack? Die Franzosen haben jetzt einen weiteren Grund, die Amis zu hassen. Aber dann, 1375 vor Christus, ist Ugarit ganz plötzlich auf mysteriöse Weise komplett verschwunden. Wir nehmen an, dass die Stadt von dem ägyptischen Pharao Echnaton überrannt und vereinnahmt wurde. Weder in Syrien noch in Ägypten wurde eine Spur des enormen Reichtums, der kulturellen Schätze oder des Sterns des Himmels gefunden. Tja, was ist passiert? Ich bin der Meinung, dass die Überlebenden nach Echnatons Angriff etwas von dem Schatz verstecken konnten und dem Pharao somit entzogen. Außerdem bin ich überzeugt, dass das Versteck des Schatzes in Gedichten, die zu dieser Zeit geschrieben wurden, verschlüsselt hinterlassen wurde, damit wir ihn finden. Unsere Universität hat sich zu einer archäologischen Ausgrabung unter der Leitung von Dr. Lena Hallström verpflichtet. Wir glauben, dass ein Großteil des Schatzes von Ugarit in Echnatons Grab zu finden ist. Jack? Ja? Ich habe hier eine Pizzalieferung für eine gewisse Freddy Schäfer. Das ist dann alles für heute. Lesen Sie bitte Ackermans Die Archäologie Syriens, Kapitel 3 bis 10. Die Vorlesung ist beendet. Und, wie sind die Bilder geworden? Ganz gut. Dieser Mistkerl hat es uns jahrelang vorenthalten. Was ist mit den Schriftzeichen? Ein Gedicht, Frederick. Es ist eine religiöse Abhandlung über Ilu. Schick die Bilder per E-Mail zu Ali. Wir brauchen seine Meinung. Ich bin schon unterwegs. Frederick, hör zu, das ist nicht... Frederick? Gleich fühlt man sich zu Hause. Ali? Ja, ja, ich weiß, wie spät es in Damaskus ist, aber wir haben die Bilder. Ali will sehen, was auf der Tafel steht. Hast du ihm die Fotos gemailt? Auch schön, dich zu sehen. Entschuldige. Gut, dass du da bist. Jack. Also, wo ist... Oh, mein Gott. Du hast die Tafel gestohlen, meine Güte. Gestohlen ist so ein hässliches Wort. Aber es stimmt. Im Namen der Wissenschaft. Ich kann's nicht glauben, dass du das ganze Ding mitgenommen hast. Ich hab dir gesagt, du sollst nur ein paar Bilder machen. Ah, egal. Ich will's gar nicht erst wissen. Jahrelang habe ich danach gesucht und jetzt halte ich sie endlich in den Händen. Ich danke dir, Jack. Siehst du diese Zeichen hier? Sie sagen dir, wie weit du im Absatz zurückgehen musst. Die Typen haben es echt drauf gehabt. Was für eine faszinierende Passage. Ilus Auge ist auf sie gefallen. Das Licht des Himmels kam herab. Also das ist die allgemeine Umschreibung eines Meteoritenschauers. Und seine Herrlichkeit wurde in den weit geöffneten Mündern verborgen hinter dem feurigen Blick von El-Shaddis leeren Augen, bis man sich seines Namens wieder erinnert, in späteren Zeiten. Ja, leuchtet einem hundertprozentig ein. Jack, bitte bleib sachlich. Es ist ein Gedicht, Frederick. Daraus kann man nicht schließen. Ich sage dir, das ist altertümlicher Folklore-Klimbim. Es ist viel mehr als das. Frederick, wie viele haben wir davon gesehen und wie viele gibt es noch davon? Möglicherweise führt jedes Tausendste zu etwas. Doch das hier garantiert nicht. Diese Hinweise könnten ein geografischer Wegweiser sein zu der Stelle, wo der Schatz vergraben ist. Wenn du meinst, ich bin K.O., ich leg mich hin. Hör zu, wir reisen morgen ab und sieh zu, dass du diesmal alles dabei hast. Entschuldige, was? Syrien. Wir fahren morgen nach Syrien. Nein, nein, Frederick, ich fahr dort garantiert nicht hin. Du kannst das gerne machen. Das ist dein Leben. Ich habe mein Leben und ich habe Dinge zu erledigen. Ja, ich weiß, was das für Dinge sind, Jack. Fang nicht wieder damit an. Ich habe getan, was du wolltest. Aber morgen steige ich ins Flugzeug und flieg nach Florida. Ich glaub's nicht, dass du kein bisschen neugierig bist, was dahinter stecken könnte. Diesmal habe ich einen echten Hinweis gefunden. Ich bin neugierig, aber ich habe keine Zeit, durch die Wüste zu latschen, nur weil in irgendeinem Gedicht angeblich ein Hinweis verborgen ist. Das ist es, wonach ich gesucht habe, Jack. Frederick, ich will den Schatz genauso finden wie du. Glaub mir das. Der Ort ist in diesen beiden Sätzen verborgen. Ich bin mir ganz sicher, wir müssen nur das Rätsel lösen. Jack, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der die Sprache der Ugarit besser kennt als ich. Wenn wir es schaffen, die Karte zu entschlüsseln, finden wir den Schatz und geben ihn den rechtmäßigen Besitzern zurück, dem Volk der Syrer. Das ist keine Ortsbeschreibung. Da liegst du falsch, Frederick. Ich weiß, das hier ist ein bisschen komplizierter, als spanische Galeonen in Florida zu suchen. Aber diese Arbeit ist wichtiger für die Menschheit. Du hast doch nichts weiter im Sinn, als dir die Taschen mit Geld vollzustopfen. Hast du denn nicht aus der Vergangenheit gelernt? Entschuldigung, Professor. Tut mir leid, dass ich störe, aber es ist spät. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne gehen.
Ja, meine Liebe, gehen Sie. Aber morgen müssen wir uns vorbereiten für meine Reise nach Syrien. Jack, macht es dir was aus, mich nach Hause zu begleiten? Nein, ich komme. Ich wollte sowieso gerade verschwinden. Wir sind näher dran als je zuvor, Jack. Bitte. Komm mit mir. Danke, dass du das machst. Ist okay. Ihr beide mögt euch doch. Wann hört ihr endlich auf zu streiten? Wenn er damit aufhört, mich zu jemandem zu machen, der ich nicht bin. Ah ja, und wer bist du jetzt? Ich bin Jack Hunter. Keine Abhängigkeiten und Relikte an den höchsten Bieter verkaufen. Auf zum nächsten Abenteuer, so kennen wir doch Jack Hunter. Hör zu, es tut mir leid. Frederick ist möglicherweise am Ende einer lebenslangen Suche angekommen. Das Mindeste, was du für ihn tun kannst, ist ihm jetzt beizustehen. Ich weiß jetzt, was der Spaziergang zu bedeuten hatte. Eine kleine Unterhaltung, hä? Entschuldige, aber manchmal bist du ein richtiger Arsch. Ah, nur manchmal? Du schuldest Frederick was. Okay, man sieht sich, Liz. Das ist es. Das Bishri-Gebirge. Wer sind Sie? Frederick, ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut. Oh nein! Frederick? Frederick? Oh mein Gott, bitte, ich flehe dich an. Frederick! Okay, ich habe dein Visum, deine Tickets, ich habe die Software auf deinem Laptop aktualisiert und das ist ein Handy, mit dem hast du weltweiten Empfang. Liz, woher bekommt ihr Geld für das alles? Aus dem Forschungsbudget. Hör zu, Jack, ich weiß nicht, was ich sagen soll und ich verstehe, wie schwer das jetzt für dich sein muss. Was ich gestern Abend gesagt habe, ich weiß, er hat dir alles bedeutet, aber das musst du jetzt nicht machen. Doch, ich glaube schon. Die Polizei sagt, es war ein Raubüberfall und dass sie die Angelegenheit regeln. Verstehst du denn nicht?
Die Tafel ist weg und es gibt nur eine Person, die wusste, dass wir sie haben. Ali? Wenn er bereit ist, dafür zu töten, hat sie wahrscheinlich einen Wert. Egal wie, ich fange bei ihm an. Jack. Frederick hätte gewollt, dass du es bekommst. Danke. Ich brauche jemanden, der mich auf dem Laufenden hält, wenn ich unterwegs bin. Du bist die Einzige, der ich vertraue. Angenehmen Aufenthalt in Syrien. Mr. Jack Hunter? Ja. Wunderbar, sehr erfreut, sehr. Ich bin Tariq Halab. Der Minister für Tourismus hat mich geschickt zu assistieren. Der Minister für Tourismus? Ja, ja. Ich dachte, Sie wären beim Ministerium für... Archäologie? Oh ja, sie wartet da drüben. Ihr Name ist Nadia Ramadan. Nadia? Der Jeep steht sich draußen. Geben Sie mir den Gepäckabschnitt. Ich kümmere mich um alles. Und das hier ist meine Handynummer. Ich bin Ihr Mann in Syrien. Alles, was Sie wünschen. Tag oder Nacht. Wann immer Sie brauchen was, Tariq nicht schlafen, was immer, wann immer, wo immer. Schon klar, schon klar. Danke. Ich hole Gepäck jetzt. Hi. Ich bin Jack Hunter. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin Nadia Ramadan. Ich arbeite für Dr. Ali Saliman, Minister für Archäologie. Sind Sie Amerikanerin? Nein, ich habe in den Staaten studiert, aber ich bin hier geboren, in Syrien. Aha. Ich habe mit Professor Schäfer, als er das letzte Mal hier war, zusammengearbeitet. Er hat viel von Ihnen gesprochen. Er war ein reizender Mann, ein aufrichtiges Beileid. Ja, das war er. Danke. Und wo ist Ali? Er ist zurzeit beschäftigt, aber er trifft uns morgen in Rashamra. Es wäre besser, wenn ich ihn schon vorher treffen würde. Lassen Sie mich erklären, wie das hier läuft, Mr. Hunter. Ali hat mich gebeten, Sie zu unterstützen, aber ich tue das nur unter Protest, denn ich habe wenig Achtung vor Ihrer Person oder dem, was Sie tun. Also, ich werde Sie morgen zu dem Treffen mit Ali bringen. Und bis dahin werden Sie nicht von meiner Seite weichen. Sollten Sie versuchen, sich mir zu entziehen oder Artefakte aus meinem Land zu schaffen, mache ich einen Anruf, einen einzigen Anruf, und die syrischen Streitkräfte sind alarmiert. Und das bedeutet, Sie werden nie wieder das Tageslicht sehen, habe ich mich klar ausgedrückt? Oh ja, glasklar. Und jetzt werde ich Ihnen was erklären. Ich bin hier, um die Arbeit im Namen von Professor Schäfer abzuschließen. Und niemand wird sich mir in den Weg stellen. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Und nach dieser Ansprache hier will ich es auch nicht wissen. Also, je schneller Sie mich zu Ali bringen, desto schneller werden sich unsere Wege trennen. Habe ich mich auch klar ausgedrückt? Ich freue mich aufrichtig, dass wir uns verstehen. Ganz meinerseits. Willkommen in Syrien, Mr. Hunter. Danke. Was haben Sie da drin? Bleiben Sie ein Jahr bei uns? Ich bleibe nur so lange wie nötig, um meine Arbeit zu Ende zu bringen. Oh, wie schön. Dann lieben Sie mein Land. Wegen der Liebe bin ich nicht hier. Ich bin gutes Fahrer. Keine Bange. Ich drücke die Daumen. Ich habe ein exzellentes Hotel in Hama reserviert. Liegt auf dem Weg nach Rashamra. Wird Ihnen gefallen. Tariq, könntest du uns bitte nach Suq al-Hamadiyya bringen? Ich glaube, Ali hat dort etwas für Mr. Hunter hinterlassen. Nach Suq al-Hamadiyya. Oh, wunderbares Ort. Mein Cousin Sharif hat dort einen Laden. Dort fühlen Sie sich wie zu Hause. Wir setzen hin, hören Musik und alles. Es gibt leckere Speisen und Getränke. Trinken Tee. Ich habe exzellente Empfehlungen. Vertrauen Sie auf Tariq. Mögen Sie syrische Musik? Wann immer, wo immer und wie immer Sie wollen. Was soll ich mit dir?
hier, Mr. Hunt. Was Sie brauchen, finden Sie hier. Ei, ei, ei. Leider kann ich Sie nicht vorbei. Das reicht mir, ist schon in Ordnung. Ich komme wieder, wir treffen uns in 20 Minuten. Ist okay für Sie? Auf Wiedersehen, Mr. Hunter. Wir sind so gut wie da, Mr. Hunter. Jack. Nennen Sie mich Jack. Ist das einer Ihrer vielen Decknamen? Schön, nehmen wir Jack. Hakim, bist du da? Oh, Nadia, willkommen. Ahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan, big shlona. Oh, danke sehr. Hakim ist ein guter Freund. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Ganz meinerseits. Ich glaube, dass Ali was für mich hinterlassen hat. Bitte warte, ich hole es. Schönen guten Tag. Syrer sind sehr freundliche Menschen. Keine Aufregung. Es tut mir leid, was ich über Professor Schäfer erfahren habe. Er war ein guter, ehrenhafter Mann. Ja, das war er. Danke. Danke. Bleiben Sie in Deckung! Das ist nicht das erste Mal, dass jemand ein Messer auf mich richtet. Allerdings ist das ein bisschen größer. Haben Sie die Rolle? Ja. Okay, weg hier. Hier. Aus? Ja, Hauptsache, Sie machen nicht schlapp. Oh. Kommen Sie die Treppen hoch. Schnell, Beeilung. Jetzt müssen wir springen. Was? Darunter. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sie sehen wunderschön aus. Da ist Tarik. Kommen Sie!
schimpfen. Schnell, Alter! Er soll sich beeilen. Wow, was haben Sie denn gemacht? Ein paar Typen wollten uns überfallen. Nein. Doch. Was, Diebe? Ja. Die sollte man alle aufhängen. Hey, was machen Sie da? Die Polizei anrufen. Lassen Sie das. Warum nicht? Die können doch rauskriegen, wer diese Männer waren. Das dauert viel zu lange. Wir haben keine Zeit dafür. Ich will sofort nach Ashambra. Ich will Ali treffen. Wir müssen die zuständigen Behörden informieren. Die Polizisten sind bestechlich. Man kann sie kaufen. Das stimmt nicht. Also im Moment traue ich niemandem. Na schön, dann sind wir zu zweit. Na endlich. Hör ich mal was Sinnvolles. Wollen Sie wissen, was ich darüber denke? Nein! Ich schlage vor, dass wir uns beruhigen müssen. Hier muss man nicht böse sein. Fahren wir zum Hotel und trinken Tee. Fahren Sie einfach! Okay, okay, dann fährt Tarek einfach. Ich habe den Eindruck, dass Sie von Problemen verfolgt werden. Jetzt passen Sie mal gut auf, Schätzchen. Frederick wurde wegen dieser Tafel ermordet. Was für eine Tafel, was? Was stand da drauf? Die, die wir Ali gemailt haben, mit den ugaritischen Zeichen drauf. Hat er sie Ihnen nicht gezeigt? Nein, und warum sollte er auch? Ich war der Annahme, dass es irgendein altes Gedicht ist, aber Frederick war überzeugt, dass es eine Karte war. Und ich sage Ihnen, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Da können Sie Gift draufnehmen. Könnten Sie mal auf das Pedal treten? Tarek achtet die Regeln. Dann kommen wir ja nie an. Ja, es ist aktiviert. Ich muss Schluss machen. Jack ist dran. Liz, ich bin's. Hi, Jack. Wie sieht's aus bei dir? Oh, danke. Ganz toll. Syrien ist ein wundervolles Land. Ich habe hier alles im Griff. Ach ja, ich habe an Alis Laden gehalten. Er war nicht da, aber er hat eine Schriftrolle für mich hinterlassen. Ich glaube, da ist eine alte ugaritische Karte drauf. Ich brauche das aktuelle Satellitenbild Syriens bis auf den Quadratmeter genau, um beide Karten zu vergleichen. Kannst du mir das schicken? Ja, kein Problem. Ist schon unterwegs. Müsste jetzt bei dir ankommen. Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas brauchst, okay? Danke, ich halte dich auf dem Laufenden. Hi. Ich muss mich noch anziehen. Dauert nur eine Sekunde. Kommen Sie ruhig rein. Wie sieht's aus? Hat die Polizei die Typen dingfest gemacht? Die Anzeige wurde aufgenommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie sie finden. Das ist eine Karte. Ja, das sieht man. Hören Sie, wollen wir ein Happen essen gehen? Ich habe ein paar Sachen auf dem Computer, die ich Ihnen gern zeigen würde. Das hier sind die Fotos, von denen ich Ihnen erzählt habe, die wir Ali geschickt haben. Diese Symbole sind definitiv ugaritisch. Ali hat uns eine Nachricht hinterlassen, eingewickelt in dieser Rolle. Es tut mir leid, dass ich Ihnen die Karte nicht persönlich geben kann. Auf den Fotos von der Tafel sind dieselben Schriftzeichen wie auf der Karte, die ich kürzlich entdeckt habe. Ich glaube, das könnte die Position des Schatzes offenbaren. Wir treffen uns in Rashamra. Dann können wir unsere Ergebnisse vergleichen. Zuerst wusste ich nicht, was ich damit anfangen soll. Deshalb habe ich die Karte in meinen Laptop übertragen. Und dann habe ich sie über ein aktuelles 3D-Satellitenbild von der gleichen Gegend gelegt. Jabal Sahar, das liegt jetzt unter Wasser. 1973 wurde dort ein Damm gebaut. Das ist jetzt der Al-Assad-See. Also, das ergibt keinen Sinn. Warum ist Ali nicht aufgefallen, dass der Schatz jetzt irgendwo in einem See liegt, Jack? Ihr Chef muss eine Menge Fragen beantworten. Was wollen Sie damit andeuten? Er war der Einzige, der wusste, dass Frederick die Tafel hatte. Und? Und?
Jetzt ist Frederick tot. Ich kenne Ali schon mein ganzes Leben lang und er würde niemanden umbringen, nicht einmal sie. Der Mann hat Ihnen die Bilder nicht gezeigt, die wir ihm gemeldet haben. Und die Kopie der Rolle, die er mir gegeben hat, ist eindeutig gefälscht. Er ist in dem Antiquitätenladen nicht aufgetaucht. Kurz darauf werden wir angegriffen. Was würden Sie denn an meiner Stelle denken? Es interessiert Sie gar nicht, was ich denke. Einen schönen guten Abend. Nadia Ramadan, so bezaubernd wie immer. Enchanté. Jack Hunter. Hallo, Albert. Interessant, dich hier zu treffen. Allerdings bin ich nicht sonderlich überrascht. Sie beide kennen sich? Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Jack und ich teilen die gleiche Philosophie über das Geschäft mit Antiquitäten. Oh, bestimmt tun Sie das. Und du hast eine exzellente Führerin mit Miss Ramadan. Sie ist eine aufmerksame Wächterin der Schätze ihres Landes. Mit sehr viel Expertise. Äußerst professionell. Also, was bringt dich in diese schöne Gegend, Jack? Ich bin wegen des Essens hier. Oder bist du jetzt Wissenschaftler und trittst in Fredericks Fußstapfen? Professor Schäfer ist kürzlich verstorben. Nein. Er wurde umgebracht. Ach ja? Das sind ja furchtbare Nachrichten. Mein aufrichtiges Beileid, Jack. Und jetzt bist du hier und setzt sein Vermächtnis fort. Leider muss ich gehen, aber ich bin sicher, dass wir bald wieder das Vergnügen haben. Auf Wiedersehen. Ich verachte diesen Mann. Ali hat seine Karriere riskiert, um ihn aufzuhalten. Wir nehmen an, dass er inzwischen für die russische Mafia arbeitet. Die schmieren mit viel Geld, sodass sie die besten Verbindungen haben. Danke, dass Sie gekommen sind. Soweit ich weiß, hat die russische Mafia nur mit drei Dingen zu tun. Falschgeld, Drogen und Frauenhandel. Die Frage ist, warum sie sich plötzlich für syrische Antiquitäten interessieren. Jahrelang habe ich danach gesucht und jetzt halte ich sie endlich in den Händen. Es ist ein Gedicht, Frederick. Daraus kann man nicht schließen. Ich sage dir, das ist altertümlicher Folklore, Klimbim. Wenn wir es schaffen, die Karte zu entschlüsseln, finden wir den Schatz. Das ist dein Leben, ich habe mein Leben und ich habe Dinge zu erledigen. Komm mit mir. Bitte. Um Himmels Willen ist hier passiert. Oh, vielleicht wollte da jemand das Bett aufschlagen. Was haben Sie vor? Ali will, dass ich glaube, dass diese Karte authentisch ist. Ich soll denken, dass sie ein Hinweis auf den Schatz ist. Aber ich warte nicht bis morgen. Ich will ihn jetzt sehen. Und zwar sofort. Jack, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie glauben, dass Ali Ihnen eine gefälschte Karte gegeben hat und jetzt hetzt er Ihnen Leute auf den Hals, um Sie zu stehlen? Sie kapieren das nicht. Warum hat er Ihnen die E-Mail nicht gezeigt? Wenn es diesen Schatz gibt, dann will er ihn für sich alleine haben. In meinem Land schätzen wir Ehre, Loyalität und Pflichterfüllung höher ein als Geld. Ach ja. All das lebt Ali beispielhaft vor und wenn Sie ihn treffen, werden Sie das sehen. Diese Sprüche höre ich ständig. Jetzt muss ich es nur noch glauben. Wen rufen Sie an? Tarek. Es geht in Kürze los.
bezahle. Sitz ab! Was ist los? Was ist passiert, Nadja? Warum Sie weinen? Ali ist tot. Was? Er hatte einen Autounfall. Sein Auto ist von der Straße abgekommen. Er ist tot. Das tut mir wirklich leid, sehr. Ich denke, jetzt müssen Sie sich über ihn keine Gedanken mehr machen. Sie sollten sich schämen für das, was Sie über ihn gesagt haben. Verdammt! Es tut mir leid. Er war ein großartiger Mann, ein großartiger Mann. Es tut mir leid. Ihn alles in den Dreck. Es war kein Unfall. Begreifen Sie das? Es war kein Unfall. Ali, Frederick, Sie wurden beide aus demselben Grund umgebracht. Der Schatz. Irgendjemand glaubt, dass es ihn gibt. Warum suchen wir ihn denn nicht selbst? Kommt nicht in Frage. Ich will nach Hause. Wir fahren zurück nach Damaskus. Nein, wir fahren nicht zurück. Ich werde herausfinden, wer Frederick getötet hat. Wollen Sie wissen, wer Ali getötet hat? Wollen Sie das wissen? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist, einen Blick hierauf zu werfen und zu sehen, wohin uns diese Karte führt. Was ist das? Eine Karte, sagte ich bereits. Frederick hat meiner Übersetzung entsprechend die Tafel entschlüsselt. Sie ist unvollständig, aber sie könnte uns sagen, wo wir anfangen müssen. Das ist das Bishri-Gebirge. Es liegt mitten in der Wüste. Da gibt es nichts, Jack. Aber das könnte ein ziemlich guter Ort sein, einen Schatz zu verstecken. Zuerst gehen wir zum Ministerium und sagen denen, Nein, das geht nicht, Nadja. Wir haben nicht genügend Beweise. Wer immer dahinter steckt, wird es vertuschen und dann werden wir es nie erfahren. Dann haben wir keine Chance mehr. Na schön. Okay, wir machen es, wie Sie wollen, vorläufig. Ich wünschte, Sie wären nie hierher gekommen, Jack Hunter. Geht mir genauso. Sind Sie müde vom Fahren? Soll ich übernehmen? Nein, Sir. Das ist meine Aufgabe. Deshalb bin ich hier, Mister. Tarek, niemals schläft sich. So viel zum Thema. Das ist meine Aufgabe. Deshalb bin ich hier. Halten!
Ich glaube, die sind hier los. Na! Ich hatte ganz schlimmen Albtraum. Wir wurden gejagt und dann... Fahren Sie sofort zur Hauptstraße zurück! Haben Sie etwa auch geschlafen oder haben Sie die Typen gesehen, die auf uns geschossen Sie haben? Sie hatten dieselbe Albtraum? Jack! Lassen Sie mich nachdenken. Da sind Telefonmasten. Vielleicht gibt's da oben eine Straße, die uns zurückführt. Tarek, Sie bleiben beim Jeep. Ja, ja, gute Idee. Wir gehen am besten hier hoch. Das nimmt ja gar kein Ende. Das ist eine Sackgasse, Jack. Dürfte ich mir das wenigstens ansehen? Warum sind amerikanische Männer so starkköpfig? Wir sind nicht starkköpfig, wir sind nur zu allem entschlossen. Oh ja, sie sind zu allem entschlossen. Da oben ist nichts, das schwöre ich Ihnen. Wissen Sie was? Sie machen mein Leben zur Hölle auf Erden. Hätten Sie mal Schnell, vorhin auf mich gehört, dann wären wir umgedreht. Und in aller Ruhe zurückgefahren. Schluss jetzt, zurück zum Jeep! Was fällt Ihnen ein, in diesem Ton mit mir zu reden? Schmeißen Sie den Jeep an! Ja, ja! Schmeißen Sie ihn an! Wir müssen hier weg, Tarek! Los, los, los! Einsteigen und weg hier! Wo soll ich hinfahren? Ganz egal! Einfach abhauen! Oh, okay, Sie. Okay! Oh je, Mr. Jack, hier kommt nicht weiter! Ja, das sehe ich auch. Los, raus hier! Ich brauche mein Handy. Holen Sie meine Tasche aus dem Kofferraum. Okay. Runter in Deckung! Schnell, das Handy! Hier, Mister. Danke. Wissen Sie, wie man die benutzt? Ja, und Sie? Ich hab noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Keine Ahnung. Ich gehe Hilfe holen. Ich komme! Warten Sie! Entweder sind die Typen blind oder die schlechtesten Schützen, die ich je gesehen habe. Sie wollen uns warnen, damit wir wegbleiben. Ja, das funktioniert. Los, die Waffe runter! Aufstehen! Ein Glück für euch, dass ich hier lang gefahren bin. Ja, echtes Glück. Nicht sehr dankbar, wenn man bedenkt, dass ich euch das Leben gerettet habe. Gehst du tauchen? Im Al-Assad-See vielleicht? Ich muss sagen, gut geraten. Es sind Ihre Männer, die die ganze Zeit hinter uns her sind. Du hast Frederick getötet. Ich mach dich alle! Gehen wir in einen zivilisierten Ort und unterhalten uns. Bringt die beiden zum Wagen. Los, los! Zurück in die Wagen! Alle einsteigen! Wo ist Tarek? Einsteigen. Wenn die Rolle gefälscht ist, woher wusste er dann, wo er uns findet? Es gibt nur drei lebende Menschen, die vom Bishri-Gebirge wissen. Ich, Sie und Tarek. Jack. Wer sonst? Mist, das ist zu eng. Ich werde hier nicht sitzen und darauf warten, dass Littmann zurückkommt und uns tötet. Der tötet uns nicht. Er braucht mich, um den Schatz zu finden. Dann würde ich lieber sterben, anstatt ihm zu helfen. Das würde ich ihm aber nicht sagen an Ihrer Stelle. Jack, erzähl mir von der Übersetzung. Wo ist der Schatz?
Die Tafel wird doch irgendwas darüber sagen. Fahr zur Hölle. Jack, du weißt besser als alle anderen, wozu ich fähig bin. Also lass uns höflich bleiben. Ich will weder dir noch ihr wehtun. Nur im Notfall. Sag mir, wo der Schatz ist. Sag's mir! Hören Sie auf damit. Sie sind nichts weiter als ein Dieb und ein Mörder. Nadja. Sie stellen sich vor einen Mann, der nicht den geringsten Respekt vor Frauen ihrer Klasse hat. Das war ein Kompliment, Miststück. Jack, deine Mühe könnte mir etwas wert sein. Und ich rede nicht von diesen erbärmlichen Kleckebeträgen aus der Vergangenheit. Nach diesem Zahltag hättest du fürs Leben ausgesorgt. Lass sie gehen, Albert. Sie weiß nicht, worum es geht. Aber du weißt es, Jack. Also warum machst du nicht gemeinsame Sache mit mir und rettest ihr Leben? Beantworte nur meine Fragen. Nein, Jack. Jack! Von wie viel reden wir? Wie viel willst du? Die Hälfte. Und sie. Versuch nicht, mit mir zu verhandeln. In der Position bist du nicht. Ich wette, deine Kunden sind sauer, wenn du ihnen nicht lieferst, was du versprochen hast. Hä? Ich denke da an Peru. Geht klar. Das bischrige Berge. Sie sind ein Mistkerl. Ich hoffe, du hast die Wahrheit gesagt, Jack. Zuerst will ich zwei Dinge wissen. Woher wusstest du, dass Frederick die Tafel hat? Und warum sind die Russen im Spiel? Jack, dein Telefon wird überwacht. Und was mein Kunde wirklich will, davon hast du gar keine Vorstellung. Bernd. Ich wusste, ich hätte ihn nie vertrauen dürfen. Nicht so voreilig. Ich habe uns etwas Zeit verschafft. Und jetzt sollten wir nachdenken, wie wir möglichst schnell aus diesem Schlamassel hier rauskommen. Ich hätte da schon eine gute Idee, Mr. Jack. Bitte halt den Still. Ich schneide los. Okay, leise sein. Okay, vorwärts. Los. Darin, beeil. Ja. Hier bleiben wir bis zum Morgengrauen. Schön hier. Du hast an der Tankstelle nicht deine Frau angerufen. Du hast mit Lindmann gesprochen, stimmt's? Nein, Mr. Jack, woher wusste er, dass wir auf dem Pass sind? Du hast es ihm verraten. Der einzige Mensch, der wusste, wohin wir fahren, war meine Frau. Ich habe sie angerufen. Ich lüge nicht, Mr. Jack. Warum sind wir zurückgekommen, um uns zu verfolgen? Jack! Sie zu retten! Hören Sie auf! Ich bin zurückgekommen, um Sie zu retten. No, liebe Freunde. Haben Sie schon vergessen, dass Littmann unsere Anrufe abgehört hat? Können Sie nicht mal mehr eins und eins zusammenzählen? Ist alles okay? Ja. Hör zu, ich glaube dir. Danke sehr. Danke vielmals. Danke. Versuchen wir, da vorn rüber zu gehen. Vielleicht finden wir hinter dem Berg dort irgendwie Hilfe.
nicht, dass ich in dieser Hitze auch nur ein Stück weitergehen kann. Kommen Sie nur ein bisschen noch. Warum gehen Sie nicht vor und ich komme nach? Wo ist die sturköpfige Frau, die ich neulich kennengelernt habe? Sie sind der einzige Sturkopf, klar? Ich bin nur entschlossen. Wie entschlossen denn? Lassen Sie uns gehen. Wenn Littmann am Ende gewinnt, würde ich mir das nie verzeihen. Wird er nicht. Ich muss Sie was fragen, aber ich will die Wahrheit wissen. Was war das zwischen Ihnen und Littmann? Ich traf ihn auf einem Kongress. Kurz nachdem ich die Uni abgeschlossen hatte, ich meine, zu der Zeit ist er eine Legende gewesen. Er kam auf mich zu und sprach mich an. Er erzählte mir von seinen Kunden und dem Geld und seinen Verbindungen. Und dann fragte er mich, ob ich dabei sein möchte. Ich wusste, dass ich kein Lehrer werden wollte. Ich war auf der Suche nach Abenteuern. Die Sache fing gut an. Wir waren ein tolles Team. Er fand die Auftraggeber, ich habe alles organisiert und die Fundstücke übergeben. Dann änderte sich was. Die Risiken wurden immer größer. Und Menschen kamen dabei, zu Schaden. Ich meine, ich wusste, was da ablief. Nur habe ich nichts dagegen unternommen. Bis ich mich irgendwann entschloss, allein weiterzumachen. Und dabei ist es bis heute geblieben. Und das ist auch gut so. Woher soll ich wissen, dass Sie das hier nicht wegen des Geldes machen? Aus demselben Grund, aus dem Sie wissen, dass Tarek nicht für Littmann arbeitet. Da unten sind Leute. Alhamdulillah. Kommen Sie. Hallo. Oh. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Wasser, Wasser, bitte. Bitte. Sofort. Warten Sie, ich bringe es Ihnen. Oh, Wasser. Hier. Hier, trinken Danke, Sie. Danke, vielen Dank. Hier. Bitte schön. Sehr freundlich. Ich danke Ihnen vielmals. Ich brauche mehr. Halt, halt, nicht so schnell, immer langsam. Das ist nicht gut. Doch, doch, das ist sehr gut. So, und jetzt sagen Sie mir, woher Sie kommen. Unser Wagen ist dort hinten verreckt. Und da sind Sie über diesen Berg geklettert? Mitten am Tag bei dieser Hitze? Ja, ja. Unglaublich. Entweder sind Sie sehr mutig, oder sehr dumm. Sturköpfig, würde ich sagen. Haben Sie hier ein Telefon, das wir benutzen können? Ich habe ein Mobiltelefon, aber es gibt im Umkreis von 100 Kilometern keinen Empfang. Könnten Sie uns vielleicht zur nächstgelegenen Stadt bringen? Nun, es ist schon spät, vielleicht morgen früh. Für heute Nacht sind Sie meine Gäste. Ja? Gut. Schokolade. Danke. Das ist ganz reizend, vielen Dank. Kommen Sie, kommen Sie. Oh. Essen Sie, mehr, mehr. Ach, ich platze gleich, kein Wissen mehr. Also, bei mir ist immer noch Platz im Bauch. Dann bedien dich bitte, Habibi. Das ist wirklich sehr freundlich. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Ich habe gehört, dass Syrien dafür bekannt ist. Sie gehört zu unserem Leben, mein Freund. Das ist wunderschön. Es ist unglaublich. Ich werde euch einen Ort zeigen, der wirklich wunderschön ist. Komm! Gut, gut, dann passe ich so lange auf das Essen auf. Tu das! Oh.
Wow. Die Landschaft hier ist wirklich fantastisch. Baba, Baba, Dalai Mai. Ah, Kinder. Ich liebe es, mit ihnen zu spielen. Dafür lebe ich. Entschuldigung? Bezaubernde Menschen. Und eine wunderbare Familie. Stehen Sie ihnen nah? Ihrer Familie, meine ich. Meine Eltern starben, als ich zur Uni ging. War bestimmt schwer für Sie. Ich habe mich von Alkohol und Drogen ernährt. Es war Frederick, der mich gerettet hat. Er hat mir als einziger die Hand gereicht. Hat mich überredet, einen seiner Kurse zu belegen, dieses Schlitzohr. Tja, er hatte einen Plan. Einmal sollte ich nach dem Seminar noch bleiben. Und als alle anderen Studenten weg waren, baute er sich vor mir auf und sagte, junger Mann, ich habe Ihre Maßlosigkeit jetzt lange genug toleriert. Wenn Sie Ihre Eltern wirklich geliebt haben, dann würden Sie sie ehren und ein anständiges Leben führen. Ihre Eltern haben Sie niemals verlassen, Jack. Sie sind nur gestorben. Und so wurde Frederick zu meiner Familie. Er stand mir immer zur Seite, war immer für mich da. Und wo war ich, als er mich brauchte? Jack, dich trifft keine Schuld. Was ist das? Das ist ein Spiel, das die Kinder spielen. Es heißt die Augen der Hyäne. Und worum geht es dabei? Die große Hyäne geht des Nachts auf die Jagd. Sobald die Sonne untergeht, blickt die große Hyäne mit roten Augen in die Wüste auf der Suche nach den Schwachen und Ängstlichen. Das ist ein ziemlich gruseliges Spiel für Kinder, oder? Aber es tauchen noch schlimmere Wesen des Nachts in der Wüste auf. Ja, Shashin. Das klingt doch eher nach einem Kinderspiel. Es wird überliefert, dass sie das Geheimnis der Wüste vor allen Eindringlingen bewachen. Andere sagen, es sind bloß Geschichten, um die Kinder davon abzuhalten, nachts draußen umherzustreifen. Aber die Ashashin gibt es wirklich, mein Freund. Das stimmt doch, ihr kleinen Äffchen. Die Ashashin kommen, um euch zu holen. Oh, Ashashin! Jack, sehen Sie da, das sind feurige Augen, die bekommt meine Frau, wenn ich was falsch gemacht habe. Und sie wird auch zur Hyäne, wenn sie nicht kriegt, was sie will. Hinter ihrem feurigen Blick. Verdammt, Frederick hatte recht. Jack, wovon redest du bloß? Es stimmt, das Gedicht ist eine Karte. Frederick sagte, es wäre ein Wegweiser. Es sagt uns, dass der Schatz hinter dem Berg mit dem feurigen Blick liegt. Das war's, was Frederick gesehen hat. Wir müssen vor Littmann dort sein. Wir klauen Ihren Transporter, wenn Sie heute Nacht schlafen. Jack, wir nehmen diesem Mann nicht seinen Transporter weg und lassen ihn und seine Familie mitten in der Wüste allein. Schlafen wir darüber und überlegen, was wir morgen machen. Sie brauchen ein Fortbewegungsmittel? Ich werde dafür sorgen. Ein Wagen? Und zwei Pferde. Ja. Also dürfen wir Ihren Transporter nehmen? Warum habe ich nicht daran gedacht? Ich sollte in die nächste Stadt fahren und die Behörden alarmieren. Nein, nein, nein. Sekunde. Tarek, du nimmst den Wagen und verständigst die Behörden. Ich brauche dich. Wir nehmen die Pferde. Wie ich schon sagte, Sie können sie gerne haben. Das ist wirklich nett. Und falls Sie sich verirren, es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Alles Gute. Danke. Alamakum. Alamakum.
Tja. Ich hoffe, du kannst mithalten. Ja, das werden wir gleich sehen. Hörst du mich? Sie haben das Lager verlassen. Sie sind auf dem Weg. Exzellent. Du weißt Bescheid. Geh. Los, Leute, Bewegung! Los, los, los! Los, alle Maxon, Maxon, los, vorwärts! Vorwärts! Ja, vorwärts! Los, los, los! Darüber. Wir haben Sie gesehen, Sir. Wo genau sind Sie? Hinter dem Hügel? Wir kommen von dort. Kommen von dort? Ja. Okay. Hinter dem Hügel. Ja. Alles klar. Leute, wir fahren weiter. Los! Es ist zu steinig für die Pferde. Wir sollten den Rest zu Fuß gehen. Geöffnete Münder, leere Augen. Oh nein. Wir müssen hier weg. Das hier. Das habe ich schon mal gesehen. In Alice Aufzeichnungen. Wirklich? Sekunde. Mal sehen, wo es hier lang geht. Thank you.
Dafür sind diese Löcher. Tiersymbole. Ich denke, das muss es sein. Es gibt offenbar ein Symbol für jeden Tunnel. Also, welches ist es? Kamel? Eidechse? Pass hier auf. Skorpion? Schlange? Bulle. Ilo wurde auch der große Bulle genannt. Du hattest recht. Hier ist es. Hast du daran gezweifelt? Sieht aus, als wäre das hier eine Sackgasse. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe diese Schriftzeichen schon auf der Tafel gesehen. Das Ganze muss ein Code sein. Kannst du ihn knacken? Das werde ich todsicher versuchen. Jack? Ich habe nichts angefasst. Jack! Bis man sich seines Namens erinnert. Bis man sich seines Namens erinnert. Was? Buchstabier Ilo. Hier ist das Sie. Den zweiten! Such den zweiten! Jack! Den zweiten! Der zweite Buchstabe. Eine Sekunde. Ich hab's! Jack! Ich seh ihn nicht! Los, mach schon, beeil dich! Da ist er! Sie sind kein Mythos. Sie existieren. Thank you.
دعونا نقدم احترامنا للملك. Ali? ايكو على هون. يلا امشي معانا. يلا يلا تعالي بسرعة. يلا امشي معانا بسرعة. ايش عم تعمل هون؟ امشي امشي. هذا المتسلل. Wieso? Tut mir leid, dass ich dich täuschen musste, mein Kind. Nicht so leid wie mir, glaube ich. Ich konnte dir nicht sagen, dass ich ein Assassin bin. Ein Nachfahre des Volks der Ugarit und damit betraut bin, dieses wertvolle Geschenk, das uns der Himmel geschickt hat, zu beschützen. Hören Sie, Littmann und seine Männer verfolgen uns. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Hatetani! Hatetani! Das war nur die Iris auf dem Zepter. Wo ist das Auge? Mit der Hilfe eines Verräters hat der ägyptische Pharao Echnaton das Auge des Königs von Ugarit gestohlen. Pharao Echnaton hat auf der Suche nach der Iris unsere Stadt zerstört. Viele Aschashid starben beim Versuch, sie zu schützen. Dann ist das Auge immer noch in Ägypten. Außer ihrem eigenen Tod werden sie hier nichts finden. Los, verstecken Sie sich! Du musst hier schnellstens raus! Aber nicht ohne dich! Schnapp mir die Iris, mir wird nichts passieren! Ich bin direkt hinter dir. Los, los!
Park! Ich habe Ihrem Geschwätz von Ehre nie geglaubt, Ali. Shannon. Los, sucht Hunter! Was ich gefunden habe. Die Iris gehört einzig und allein dem Volk der Syrer. Es findet dem gehört, Miss Ramadan. Wenn sie ihrem Volk wirklich etwas bedeutet hätte, wäre sie vor langer Zeit im Museum gelandet. Das hier ist viel größer, als sie glauben, und weitaus komplexer, als sie je begreifen würden. Aber ich mache es einfach für sie. So eine Verschwendung. Suchst du mich? Jack, willst du dich von Nadia verabschieden? Was soll das werden, Jack? Du kommst hier nicht raus. Wer sagt denn, dass ich überhaupt irgendwo hin will? Miss Nadia! Kommen Sie! Aua, sei mit Ihnen! Wo haben Sie gesteckt? Es ist so schön, Sie wiederzusehen! Jack! Oh, Mr. Jack!
Geht es Ihnen gut? Schön, dass Sie da sind. Das ist ein Wunder. Jack, ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir uns wiedersehen. Was habe ich gesagt? Ich komme zu Ihrer Rettung. Tag oder Nacht. Tarik ist immer zu Diensten. Und ich habe die ganze Armee mitgebracht. Wo ist Littmann? Ist er hier rausgekommen? Du fährst weg. So ist es doch. Entschuldige bitte. Ja, Liz? Neuigkeiten. Wir brauchen dich sofort. Liz, ich bin gerade in Damaskus. Ich weiß. Und ich weiß, dass Littmann in Kairo ist. Er ist hinter dem Auge des Sterns her. Das können wir nicht zulassen. Warte mal eine Sekunde. Woher weißt du, wo Littmann ist? Darüber kann ich nicht am Telefon mit dir reden, aber ich fürchte, ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir Littmann daran hindern, das Auge zu kriegen. Du weißt, in welcher Gefahr die Welt ist, wenn das passiert. Ich schicke jemanden vorbei, der dich abholt. Sei in 2 Stunden fertig. Neuer Einsatzort ist kein...